Jo, jo, moin, moin und herzlich willkommen zur vierten Folge. Es ist jetzt mittlerweile von Let's Play Need for Speed Most Wanted Modded. Ja, ich nehme das wieder direkt nach der letzten Folge auf. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, mir ein paar Daten zu diesem Fahrzeug rauszusuchen. Und ich habe jetzt herausgefunden, welcher es ist. Und zwar der Lexus steht hier hinten schön drauf. GS350. Und ja, da gucken wir mal, was wir da so für schöne Daten haben. Packen wir das mal so hin, dann kann ich das auch nebenbei lesen. Ja, fahren wir mal das erste Rennen. Wir müssen noch so ein bisschen Backtracking beantragen, kann man dazu sagen. Ich glaube nicht, ne? Fahren erstmal Knockout-Rennen. Ja, von dem Lexus GS 350 gibt es zwei Versionen. Einmal den GS 350 und den GS 350 AWD. Also halt eine Allrad angetriebene Version. Das Auto wurde 2008 gebaut, oder beziehungsweise kam 2008 raus. Und hat stolze 306 PS, ne, 308 PS. Hoppala. Sollte vielleicht auch aufs Spiel achten und nicht zu doll aufs Handy. Und ein rein Sechszylinder Motor. So. Hubraum hole ich gleich. Muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Hubraum hat er. Wie steht denn das jetzt? Kann ich gerade gar nicht sehen. Hoppala, gerade blind dem Auto ausgewichen. Ja, Gott sei Dank, dass ich so viel Skill habe. Weitere Daten folgen gleich. Ist ja nett, dass du abbremst, lieber Gold. Mit einem hässlichen Spoiler. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt. Da steht Hubraum. Er hat 3441 Kubik. Shit, nein. Fuck. Ne, starten neu. Wir starten neu. Übrigens habe ich mich verquatscht, das ist kein rein Sechszylinder, sondern ein V6 sogar. Entschuldigung dafür, für den Fehler. Ja. Wie gesagt, 308 PS. 3,5 Liter, kann man quasi so sagen. Oder 3,4 Liter auf jeden Fall. 372 Newtonmeter hat das Ding. Und geht auch gut nach vorne los. Ist leider Gottes einer von den Lexus, die nicht ganz so beliebt waren, weil der Motor relativ anfällig war. Das ist quasi der, kann man so sagen, direkte Nachfolger zum IS 300. Und der IS 300 hatte natürlich halt den 2JZ Motor, den Motor vom Supra, der wirklich, womit er wirklich alles machen konnte. Der wirklich alles ausgehalten hat. Und dementsprechend ist das natürlich dann schon klar, dass wenn du halt ein Auto baust, was einen schwächeren Motor hat, dass das Auto nicht ganz so gut ankommt bei den Fans. Und ja, leider relativ gefloppt, da auch Optik anscheinend nicht so vielen Leuten zugesagt hat, wegen der Front, die ich eigentlich gar nicht mal so hässlich finde. Das ist jetzt schon das Facelift-Modell, das originale Modell sieht vorne ein Ticken anders aus. Von der Stoßstange auch und hat zweigeteilte Frontscheinwerfer. Und ja gut, bei dem Vor-Facelift kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man den nicht mag. Er sieht aber trotzdem noch Bombe aus. So ist es nicht. Und ja. Insgesamt eigentlich schade, dass das Auto so ein relativer Flop war. Weil das Auto an sich eigentlich schon ganz gut war, würde ich sagen. Wie gesagt, es war klar, dass er nicht so gut ankommen wird wie der IS 300. Aber im Großen und Ganzen finde ich, war es trotzdem ein sehr gelungenes Fahrzeug. Was leider Gottes nicht den Anklang gefunden hat, was es eigentlich verdient hätte.
ist auch wieder der Lexus IS 300 selber, wird natürlich auch so ein bisschen betätschelt eher. Er war natürlich jetzt auch nicht so das liebste Auto. Weil es gab halt schon ein Auto mit dem Motor und das war halt die Supra. Die Supra war halt das Auto, was halt, ja, ich sag mal, mehr Optik-Tuning-Möglichkeiten hat. Ist ja bei Lexus sowieso halt eher so, wenn es Tuning gibt, eher minimalistisch. Vielleicht ein kleiner Splitter vorne oder halt eine kleine Spoilerlippe. Hinten vielleicht noch eine kleine Lippe. Ein kleiner Spoiler meistens immer. Es war halt damals nur nicht die Zeit. Zumal 2008 war ja auch noch, ich sag mal so, die Hochzeit der Ryzer, würde ich mal sagen. War natürlich damals zu der Zeit cool, was man alles so gebaut hat, aber heutzutage würden sich so einige den Kopf gegen die Wand schlagen, auf jeden Fall. Ja. Von der Verteilung, die Verteilung war über 24 Ventile. Hoppala, kommt da ganz schön nah wieder. Die Benzinverteilung wurde über 24 Ventile verteilt. Wodurch der halt relativ spritzig im Gas war und sehr gut auch ansprang. Und was dem eigentlich auch eine recht gute Beschleunigung eigentlich gegeben hat. Deswegen, gerade die Alpha-Version, kann ich mir vorstellen, dass sie ziemlich gut nach vorne ging. Aber wie es halt so sein soll, ne? Leider Gottes war nicht so beliebt. Ja, das, was kann man auch sagen? Ja, gut. Mit dem Allradantrieb gab es den auch leider Gottes, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mit Automatikgetriebe, nur mit Automatikgetriebe. Vielleicht hat das auch so ein bisschen den Ruf von dem Fahrzeug kaputt gemacht. So, ansonsten von den Daten her hört sich das Auto echt gar nicht schlecht an. Leergewicht von 1740 Kilogramm, was ein Leistungsgewicht von 5,6 Kilogramm pro PS ergibt. Und die Literleistung ist eigentlich auch echt in Ordnung. 26,1 PS pro Liter, der verbraucht wird. Klingt eigentlich auch gar nicht so verkehrt eigentlich, wenn man das so... Klar, mit den heutigen Autos kann er nicht mehr mithalten. Da ist natürlich mehr PS pro Liter, weil die Autos halt immer sparsamer werden und ja auch kleinere Motoren sind mit einem fetten Turbo, teilweise meistens immer drauf. Aber ja, das war eigentlich so alles, was ich zu dem Auto finden konnte. Ich dachte, schade, dass das Auto nie so großartig rauskam, aber ja. Wir können ja sonst nebenbei nochmal schnell raussuchen für den IS 300. Weil, ich meine ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem GS 350 und dem IS 300, ey, würde ich natürlich auch lieber den IS 300 nehmen. Weil, ohne Scheiß, ist mein absoluter Lieblings-Lexus. Nach dem LFF. LFA meinte ich. Lass klar. Der LFA hat aber auch einfach nur ein unfassbar krassen V10-Klang. Ja, das ist schon fast zu vergleichen von der Geilheitsskala mit dem Porsche Carrera. So. Ist das der? Genau, das ist der. So, geht gleich los. Von dem IS 300 gab es sogar auch einen Facelift. Von den 2005er wusste ich auch nicht. So. So. Da. Ja, gut, IS 300, auch bekannt
rein 6-Zylinder-Motor. Der Frontmotor ist, der Motor ist in der Frontpartie längs eingebaut mit 3 Litern. Der 3 Liter 6-Zylinder-Motor, der 2JZ halt. Und irgendwie ist er gerade ein bisschen verwirrend hier. Ist ja alles durcheinander, die ganzen Versionen von dem. Na, ist egal. Brauchen wir nicht. Es ging um das. Wir hatten ja gesagt, die gemoddeten Autos. Also gut. Konzentrieren wir uns aufs Rennfahren. Ja, da fährt einfach mal der wunderschöne Mercedes 190 Evolution vor uns weg. Hätten wir vielleicht doch mal den aussuchen sollen. Ich glaube eher nicht. Ja, nach der Folge werde ich dann auch Ende machen und dann mal gucken, ob wir das, ey, der andere fährt da drüben weg, ob wir denn jetzt mittlerweile mal, ob ich das jetzt mal hinbekommen mit dem Safe Editor. Wollte ich eigentlich ja letztes Mal schon machen, aber ich wollte jetzt die Aufnahme nicht abbrechen, beziehungsweise das Spiel einmal neu starten. Ja. Schnell fix zu Ende. Hoppala. Jetzt ein bisschen doll ausgebremst. Das war nicht der Plan. Ja klar. Einmal mal ein LX7, den wir noch lange nicht frei haben. Blödes. Hallo. Nein, damit meine ich nicht Arschloch. Ich meine Amsterdam noch. Was auch immer ein Amsterdam-Loch ist, aber das ist auf jeden Fall genau das, was ich meinte. Auf jeden Fall nicht Ohrloch. So. Man merkt auf jeden Fall, dass ich nichts merke. Nichts mehr merke. Ich bin halt einfach ein Opfer. Sagen wir es mal so, wie es ist. Er lässt sich aber auch echt verdammt gut fahren, das muss man mal so sagen. Na gut, ist auch ein Heckantriebler. Die lassen sich allgemein gut in Infospeed fahren. Auf jeden Fall besser als Frontantriebler. Am besten sind sowieso die Allradler. Was die viel Grip haben in den Kurven, das ist unfassbar. Das sind eigentlich echte OP-Monster in den Spielen. Zack. Eieiei. Ah, das schaffen wir. Speedbreaker spammen, hoppala. Haben wir noch mal Glück gehabt. Hätte auch schief gehen können. Na? Im Spiel ist gerade genauso ein Pisswetter wie draußen, in echt, in real life. Und das war gerade echt verdammt eng, da habe ich mich ein bisschen erschrocken auf einmal. Goodie. So. Dürften wir bei dem wir jetzt echt alles gemacht haben, ne? Ich gehe nochmal zurück. Test. Ja, jedes Rennen abgeschlossen. Dann ist jetzt weg dran. Ne? Ich wäre dafür, dass wir das Maximum-Rennen fahren. Und dann die Dinger hier machen. Hätten wir einmal unter 4 Minuten entkommen. Schon wieder. Okay. 4 Polizisten zerstören. Ne, berühren. Und 5000 Kopfgeld. Easy. Das ist wirklich das einzige Maximum-Rennen. Tatsache.
Guti. Den wollen wir mal. Auto wechseln natürlich. Dafür nehmen wir natürlich als Verfolgungsfahrzeug, sag ich mal. Da fehlt ja doch noch was. Der ist ja doch schlechter. Getriebe wahrscheinlich. Na komm, wir haben das Geld. Und wenn es gut läuft und ich das gefixt bekomme. Weil ich kann komischerweise alle anderen Spielstände bearbeiten, bis auf diesen einzelnen. Ich weiß nicht warum, woran das liegt. Deswegen hoffe ich, dass ich das nach der Aufnahme gefixt bekomme. Dann haben wir auf jeden Fall sowieso kein Geldproblem mehr. Und dann fahren wir in der nächsten Folge auch mal ein anderes Auto. Und ja, Motor haben wir drin. So, kann ich mir nur Getriebe vorstellen. Haben wir auch. Hä? Dann verstehe ich das nicht. Ah, stimmt, ein Turbo haben wir ja nicht eingebaut. Das wird sein. Ja, siehst du. Komm, bauen wir nochmal ein. Wenn es gut läuft, haben wir hier noch sowieso keine Geldprobleme mehr nach der Folge. Also können wir das mal machen. So. Ein Safehouse. Ich werde es auch nicht übertreiben mit dem Geld. Weil ich habe gehört, dass es auch den Spielstand dann schrotten kann. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das hatten wir schon bei Need for Speed Carbon durch, wie erwähnt. Und dass wir ihn nicht nochmal haben. Dass wir ein Projekt dann leider Gottes zu früh abschließen müssen. So. Ab zu dem Sprintrennen. Und dann geht's los, würde ich sagen, ne? Ich muss auf jeden Fall gleich erstmal einen Schluck trinken. Abwarten. Okay, das war ein echt beschissener Start. Hallo, hör auf, mich auszubremsen. Wir sind doch Markenkollegen, Junge. Ja, Mustang wieder. Natürlich ist es ein Mustang, der mich ausbremst. Ich sag euch, Mustang-Fahrer, mit denen werde ich keine Freunde mehr. Hoppala. Hätte ich auch besser ausweichen können. Da habe ich mich gerade ganz schön blöd beim Ausweichen angestellt. Mal hoffen, dass wir den noch kriegen da vorne. Okay, der hat gerade ein bisschen die Laterne umgesetzt und dabei Geschwindigkeit verloren. Aber jetzt holen wir ihn. Super. Bisschen anlehnen ist in Ordnung. Speedbreaker. Ich vermisse diesen Speedbreaker, ne? Dieses Feature war so unfassbar geil. Ah, oh, Nitro Hammer. Polimanzai! Was geht denn? Ich wollte gerade sagen, wem fährst mir jetzt im Weg? Du Hornochse. Langsam näher. Ja. Nein! Leck mich! Bitte nicht! Och man, das kann doch nicht wahr sein. Kurz vor Ziel hau ich's wieder weg. Ich glaub's nicht. Und das war noch nicht mal, dass der Gummiband-Effekt reingekickt hat. Das war einfach nur meine komplett volle Dämlichkeit. Anders kann man. So wie er ungefähr gerade. Genauso hat bei mir auch gerade das Grün ausgesetzt. Och nö, das ist jetzt echt ärgerlich. Zumal wir auch gut die Polizei dabei hatten. Tut mir leid an der Stelle. So. Dings rum. Okay, die Kurve. Ich hab echt scheiße genommen. Ey. Mustang-Fahrer. Ich kann ihn nicht ab. Irgendwie. Die haben irgendwie was gegen mich. Ich hab nichts getan. Oh, vollkommen verkackt. Oder habt ihr irgendwie mitbekommen, dass ich
irgendeinem Mustang-Fahrer was Böses getan habe. Mir fällt jetzt zumindest nichts ein. Seit Anfang an. Selbst dieser schwarze, komische Mustang mit Flammen da zu Anfang. Von diesem Razor oder wie der ausgesprochen wird. Selbst der hatte schon was gegen uns. Er hat unser Auto manipuliert. Also Mustang-Fahrer sind einfach von Grund auf böse. Und wer jetzt sagt, das stimmt nicht, der lügt. Guck, der fährt so extra meinen Weg, damit er mich abdrängen kann, der Idiot. Sonst bitte nicht da an der Ecke hängen bleiben. Oh, Gott sei Dank. Ah, und diesmal haben wir aber keine Polizei dabei, das gibt's doch nicht. Hätten wir einfach mal nicht diese blöde Kante da mitgenommen. Aber egal, gut. So. Den wollen wir mal. Erstmal unter 4 Minuten entkommen. Das sollten wir eigentlich locker hinkriegen. Und tschüss. Hoffen, dass es diesmal klappt. Geht doch. Ja, haben wir als erstes schon mal abgeschlossen. Kommen wir direkt zum zweiten. Uns fehlt aber echt noch eine Menge an Kopfgeld, ne? Ja, mal hoffen, dass es reicht. Ich würde sagen, wir ziehen die Verfolgung extra ein bisschen in die Länge. Auch wenn wir vielleicht dann beide schon abgeschlossen haben, aber wir ziehen lieber beides ein bisschen in die Länge. So. Kannst du eigentlich schon mal deinen Kollegen holen hier? Da hier gleich jemanden zum Kaputtmachen hab hier. Getroffen. Komm schon. Da habe ich leider Gottes sehr, sehr blöd getroffen. Ey, die haben sich nicht gerade beide. Ich wollte gerade schon sagen. Nein, nicht du Idiot. Nicht kaputt machen. Nicht selber zerstören. Nicht hier den Japaner machen. Aber wieder zu früh. Ich muss das Timing noch lernen. Nein, nicht rüberziehen. Lieber den anderen kaputt machen. Na komm, fahr noch mal einen Ticken schneller, wenn du mich traust. Wetten, jetzt kriegen wir den wieder nicht eingeholt. Oh. Ich habe keinen einzigen kaputt gemacht. Oh, noch einer. Scheißdreck. Na, vielleicht klappt der LKW ja mal. Natürlich fällt die ganze Ladung auf der anderen Seite runter. Nicht gut. Gib Gummi!
Oh, das wäre peinlich gewesen. Diesmal genau richtig. So. Das heißt, es ist 3 Minuten spazieren fahren, bis Verstärkung kommt. Hoffen, dass er sich nicht von alleine zerlegt. Ah, der Part wird wieder Überlänge haben. Bist du noch letzte Folge? 15.000 Sachschaden, das wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Innerhalb von 2 Minuten geschafft. 5.000 Kopfgeld. Das zieht sich in die Länge. Nicht selbst zu legen, bitte. Muss noch 2 Minuten durchhalten. Achtung, LKW, nicht reinfahren. Dankeschön. Oh, das wird eine Spazierfahrt. Das ist so ein bisschen, kennt ihr noch Gran Turismo 4? Die Lizenzen? So ein bisschen wie Kaffeepause. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gib Gummi! Ja, genau. Mach zweimal den gleichen Fehler, ich Idiot. Wie? Ich wollte gerade sagen, mach die nicht kaputt, indem du mich reinkachelst. Fahr nur los, mach hin. Ich darf die nicht ran, sonst bist du Schrott. Muss noch 1 Minute durchhalten. Mein Freundchen. My friend, my friend. 1000 Kopfgeld noch. Okay, Entschuldigung. 900. Auf Speedy Gonzales mal gehen. Oh, wir kriegen ja schon bald Stufe 2. Ey, nicht dein Ernst. Oh, Gott sei Dank. Jesus im Himmel, er lebt. Tick, du bist. Und egal, Stufe 2, kann ich den gleich noch zerlegen. Wenn er sich nicht schon vorher selbst zerlegt. Verstärkung. Kriegen wir den? Jo. Den hat er mal komplett aus dem Leben geholt. Oh, schade, ich hab gedacht, ich erwische ihn noch. Jetzt bremst du natürlich ab. Das feige Hühnchen. So, kommt mal jetzt alle mit. Ich will euch mal zeigen, was ein Stadion ist. Oh ne, können doch vorher nochmal tanken fahren. Alle mal langsam machen und mir folgen, bitteschön. Alle nach komplett links, bitteschön. Und auch hier links abbiegen. Natürlich, die Hälfte fährt wieder in der Mitte durch. Natürlich hat das so gut wie gar nichts gebracht. Und von da vorne ist einer. Nehmen wir dich mit. Oh ja, der steht perfekt. Oh du Puperze, du!
Dann kommen wir jetzt aber auch mit. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Nicht flüchten. Wie konnte der überleben, bitteschön? Okay, sein Kollege hat ihm den Rest gegeben. Oh, haben wir schon mitkommen. Gibt Freikarten für Stadion. Ich bringe euch rein. Alles schön durch den Mitte mitkommen. Habt ihr eben gerade auch gemacht. Dankeschön. Oh, einmal bitte schön links abbiegen. Vielleicht habt ihr es ja diesmal gelernt, wo links ist. Diesmal könnt ihr ja nicht durch die Mitte fahren, das wäre ja einfach nur geradeaus. Und dann werdet ihr gar nicht abgebogen, das heißt, wenn ihr geradeaus gefahren seid, würdet ihr nicht mal wissen, was abbiegen heißt. Zack. Wie war, wo ist noch einer da? Ach da, komm. Zieh dich. Weh, ich warne dich. Alter, nee, hau ab. Halt's Maul. Laber nicht. Hoffentlich klappt es. Du Pissnäcke. Du Vollidiot. Dann komm jetzt aber auch mit hier. Nee, nicht vorher umdrehen. Du bist ein Spielverderber, bist du. Lass mich jetzt bitte zum Fluchtpunkt. Dankeschön. Mann, ist das schwierig mit Bullen. Mit der Polizei meinte ich. Entschuldigung. Bullen sagt man. Doch, sagt man. Nein, sagt man nicht. Doch, sagt man. Nein, sagt man nicht. So. Damit haben wir alles geschafft. Wollen wir bei der nächsten Folge einfach nur noch die Rennen fahren. Und nächste Folge ist ein guter Stichpunkt. Nächstes Mal machen wir weiter. Vor heute ist Ende im Gelände. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr reingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut's raus und ciao.